ich glaube ich, ah, da könnte ich glaube ich stundenlang darüber erzählen, warum das so komisches Game ist. Ich glaube nur, dass dein Kopf dir etwas anderes. Obwohl ich gern Need for Speed spiele, aber das ist wirklich komisch, das Game. Digga. Ja, das verstehe ich aber komplett. Das verstehe ich auch komplett. Ahavara von mir hat es zum Beispiel auf den ganz, ganz leichtesten Schwierigkeitsgrad gestellt, weil er halt einfach PC-Spieler ist und dementsprechend überhaupt nicht mit der Steuerung klarkommt. Das sage ich auch, ja, passt. Kann ich definitiv nachvollziehen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich spiele lieber mit Atreus. Ich spiele viel, viel lieber mit Atreus, weil er schneller ist, viel agiler. Er ist irgendwie so ein bisschen... Er spielt sich richtig gut, aber er ist ein bisschen... Er braucht halt länger, sagen wir es halt so. Inzwischen sehe ich zu, was ich hier sonst noch erfahre. Ich finde halt einfach, dass Atreus viel agiler ist, viel wendiger und alles drum dran, das taugt mir viel mehr. Tja, dann viel Spaß. Hey, da seid ihr. Wurde auch Zeit. Ich habe hier alles vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch zur Schmiede gelangen. Falki! Ah, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Wenn du eher so der Tankspieler bist, etc., kann ich definitiv nachvollziehen. Ich schau mir da jetzt einmal ein bisschen. Aha! Aha! Wen haben wir denn da, mein Freund? Muss ich dann doch gleich mal jemanden abschießen hier? Ja, dann warten wir lieber. Habe ich den nicht sogar schon mal abgeschossen? Das wundert mich jetzt aber irgendwie ein bisschen. Ich glaube, der Winkel hat passt, ja, passt. Sehr gut. Ich schaue mich trotzdem sicherheitshalber ein bisschen um. Naja, eigentlich brauche ich mich gar nicht umschauen, weil wir haben noch nicht einmal die ein oder andere neue Fähigkeit am Start. Also dementsprechend, nee, brauche ich doch nicht. Fühle ich definitiv erst recht mit viel Leben und viel Abwehr. Kenn ich, fühle ich. Aber geil, wie das jetzt dann plötzlich so verbunden war. Das taugt man. Ah, wir werden jetzt zu der einen Stelle wahrscheinlich hingehen, wo wir vielleicht vorher waren. Das Kind der Zeit. Wo wir da nicht durchkommen sind. Ich glaube, das wird die Stelle sein. Seit der Zeit wird dann auch der rumhupfen, taugt man. Ach, nee. Was habe ich denn sonst irgendwie gehofft, dass ich hier tue? Danke für den Tipp. Wo schierst du mit? Wo schierst denn du bitte herum? Jetzt bist du wieder plötzlich mein Begleiter. Ich komme leider mal mit ihr klar. Ich muss gedrückt halten, damit sie da irgendeinen scheinen Angriff macht. Macht man gar nicht. Ich glaube, jetzt habe ich wenigstens die Fähigkeit einmal hinter mir. Na, wo hat er mal? Gib ihm. Passt, perfekt. Wo ist der andere? Oh, der war gut. So, und wir können es ausnutzen. Bibi, fein, zeig her. Momentum erhöht erheblich den Brand der Fähigkeit. Safe Brand. Safe Brand. Definitiv. Bin definitiv dafür. So, auf was wollen wir sich dann wieder als nächstes konzentrieren? An den Sprinterer? Wollen wir sich auf den Sprinterer konzentrieren? Das könnte man machen. Und das Ausweichen. Den Sprinterer. Hauptsächlich den Sprinterer. Aber wer gesagt, kommt letztens sie wieder durch. Ich hätte es denn zu viel früher machen können. Ich war so gehypt. Von dem Tierl und dann. Oh, wie nett. Rufen muss man nicht. Aber ich hab den Patrick schon da hinten. Geil. Servus, grüß euch. Habt ihr noch nie eine lebende Legende gesehen? Bei Kratos? Ja, definitiv. Da kann man das definitiv nicht verneinen. Du verstehst, was hier los ist, oder?
Diese gruseligen fliegenden Augäpfel haben ein Nest auf den Seilen gebaut. Wir müssen irgendwie darauf und sie beseitigen. Wer denn du? Nee, ich mach nix, ey. Du kannst eh da so herumteleportieren und alles. Jetzt soll ich wieder die Dreckshocken machen. Ja, das war eh wieder klar. Das war eh wieder klar, dass ich wieder den ganzen Scheiß machen soll. So Wahnsinn. Ich muss immer alles reparieren. Das gibt's ja nicht, oder? Schau ja aus wie ein Mechaniker, oder was? Der glaubt auch, ich bin wirklich ein Mechaniker oder irgendwas in der Richtung. Scheißteil ist nur immer nicht mehr. Fick ihm, Alter, fick ihm. Passt. Aber wir brauchen ja unseren Sprinter. Das ist mal wichtiger. Sprinter ist jetzt einmal der Fokus. Das Rad da oben scheint das Tor zu öffnen. Nicht, dass wir da irgendwie rankommen können. Na. Den Titel wird er definitiv nicht so schnell los. Aber was der alle für Leute Handrad hat im Laufe der Geschichte in Griechenland, Digga. Ich weiß ja nicht so ganz, aber ich glaube, das wird einmal eher weniger was. Oder gleich, ja, voll. Müsst mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich im Endeffekt einfach nur eine scheiß verfickte Runde hier gemacht habe, oder was? Oh, ich hab's sogar machen müssen. Oh, okay, passt, ich wollte mich eigentlich nur umschauen hier. Bruder, hast du bemerkt, dass die Zwerge aus dem Lager viel aufgeregter waren, Brock zu sehen als dich? Sie schienen überrascht zu sein. Alles klar. Jetzt kann ich die Kurve drehen und den Geist hier abdecken. Gib mir einfach ein Signal, wenn du da rein musst. Jetzt. Jawohl. Und ich denk mir noch so, boah, geil. Na, fick dich. Drehen. Verstanden. Ja, wäre vielleicht dezent nicht schlecht. Dreh nochmal. Könntet man so sagen, könntet man so sagen. Aber im Endeffekt ist eh geil, wie so ein Burm unbedingt belehren. Tu das, mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Ich finde das schon sehr, sehr stark. So. Ach nee! Dankeschön! Na sicher werde ich einen scheiß verfickten Winkel aufsuchen! Bruder! Ich glaube, ich schlatze den Typen gleich einen ins Gesicht! Das gibt's ja nicht! Lass mich mal schauen hier! Der macht hier einen Stress, das ist ja Wahnsinn! Wenn er was Wichtiges zum Sagen hat, ja genau! Meistens! Meistens wohl eher! Ich weiß eh, dass er eigentlich quasi immer nur wieder so eine Art Tipp gibt, aber dennoch ist es halt. Wozu? Du schaust dich da so gerade so brav ein bisschen um und dann. Ist es aber scheiße ernst? Würde mich jetzt aber interessieren, ob im Lifting was drin ist. Oder nur ein paar Kieselsteinchen. Das kennt der Tasse. Nochmal. Mach? Ja, genau. Mach noch mal. Mach noch mal. Jetzt würde es mir ein bisschen interessieren. Ob ich nicht doch sogar draufsteigen könnte. Das wäre es. Okay, es hätte wieder mal sein können, dass er halt einfach mal wieder die Tür in die Höhe heben kann, Alter. Wie wäre das nix gewesen? Hey, ich kümmere mich um die Kurbel. Mach du mal den Rest. Mach einmal, Haverer. Mach einmal. Geht so zufällig winkeltechnisch nicht aus. Und einführen kann ich den Scheiß da gar nicht.
der Winkel, den du brauchst, da unten wäre, hättest du ihn schon gefunden. Danke. Danke für den Tipp. Bruder. Er macht mich jetzt nur gerade dezent aggressiv, aber nur dezent. Ein Rätsel nach dem anderen. Gib mir mal ein bisschen Luft zum Atmen hier. Stream gerade mal, läuft nicht einmal eine Stunde hier. Ein Rätsel nach dem anderen. Lutsch, mein Schwanz. Machen wir aus. Machen wir wieder den Scheißtrick. Würde mich interessieren, ob ich von dem Winkel her den Scheißtrick da abschießen kann. Normalerweise schon. Na, es geht doch. Mit den Schwarzen. Ja, und jetzt? Mach noch mal zu, Haverer. Würde mich jetzt interessieren, was jetzt passiert. Der Scheiß da bewegt sich da. Ah, fuh! Macht für mich jetzt überhaupt keinen Sinn, aber passt schon. Weißt du nicht, wie die miteinander da verbunden sind, das würde ich jetzt wirklich gern wissen. Das ist sogar eh die einzige Fähigkeit, die wir mal haben. Für schwerer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie ist denn der Scheißdreck da miteinander verbunden? Gibt's ja nicht. Kannst du mir nicht erklären. Würde mich jetzt aber nur interessieren, halt wie so ein bisschen so der Sinn dahinter. Wie sind die das so miteinander verbunden? Bin zwar der größte Vollidiot, aber es schaut für mich nicht aus wie verbunden. Vielleicht, dass da unterirdisch da irgendwas so ein fließendes Wasser ist, aber sonst kann ich es mir nicht vorstellen. Da läuft er wieder, der Kleine. Ich glaube, die haben uns gesehen. Ach nee. Ey, schon wieder. Super. Erstickt dran, alter Beule. Das sind meine Hassviecher. Die habe ich aber schon gehasst im ersten Teil. Boah, das war so schlimm. Und jetzt haben die auch noch so depperte, verfickte Nester, Alter. Wow. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Oh, dann stresst der Haverer da. Jetzt bitte bleib mal ruhig. Ich bin nicht in der Hocken, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Mal überlegen. Wahrscheinlich etwas Abstraktes. Hunger? Nein, das ist es nicht. Körperlos und ratlos. Oh, ein nettes Wortspiel. Trottel. Oh, geil. Wie sie sich gegenseitig ficken wollen. Ich fange etwas für die Dame ein. Was fängst du ein? Den Wind? Nein, du Schwachkopf. Das Rauschen des Windes. Ist aber schon geil. Stopp. Schaut zu und lernt. Wisst ihr, die Zwergenmagie befasst sich mit dem Nicht-Greifbaren. Mit dem Verhältnis zwischen dem Zeug, was man berühren kann und was nicht. Es geht ums Verstehen. Verstehen wovon? Dass die Natur einer Sache wichtiger ist als die Gestalt der Sache. Nein, ist schon geil gemacht, mal wieder. Moment mal. Ah, schön. Ich rieche Ärger. Seit wann gibt es mal Lichtärger? Seit wann gibt es immer Lichtärger? Das ist ja wieder das Nächste. Das ist mal wieder das Nächste. Naja, voll. Wir wollen ja unseren Super Sprinter machen. Aha. Flashbatchen. Na warte, jetzt kriegst du mal auf gescheit, Alter. Die neue Fähigkeit muss hier mal aktiviert werden. Das gibt's ja nicht. Ich hab auch nicht geglaubt, dass er machen kann, was er will mit mir. So sieht's aus. Der Kopf weg, wenn du deppert bist. Und tschüss. Aber mir brennt! Ja, aber da geht sie gar nicht mehr aus. Soll er jetzt brennen oder vor Schmerzen schreien? Es gibt kein magischeres Wesen in dieser ganzen Welt. Ich habe auf
eine Möglichkeit gehofft, sie zu treffen, seit ich ein Nicker bis zum Knie ging. Aber Sindri ließ es nicht zu. Er fand mich zu ungehobelt. Ah, doch heute ist es endlich soweit. Oh, ich hab Gänsehaut bis zu den Hühneraugen. Okay. Aber Brock, ich hab dich noch nie so ehrfürchtig gesehen. Bist du nervös? Was? Sei still. Nein, leck mich. Das ist ein geiler Ort. Der ist schick. Bist du narrisch? Gefällt mir. Wieder so eine kleine Schmiede oder was von Erna? Na, geschleichte. Sonst kann ich da nichts machen. Ist ja wurscht. Aber schaut gut aus hier. Was haben wir denn hier Schönes? Kalkstein, dreh die Kurbel. Legen wir los. Es geht nicht. Hä? Was ist es diesmal? Aus dem Weg. Lass mal sehen. Was ist es diesmal? Das ist ganz normal Hotsong. Jedes Mal ist irgendein Scheiß. Verdammter Scheiß. Muss ich in dieser verfluchten Stadt etwa alles selbst reparieren? Ich brauche ein paar Sachen. Mir nach. Uff. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Unsere schöne Axt muss diesem Material dort drüben zu Leibe rücken. Das stachelige, silbrige Zeug. Du bekommst das hin. Ich krieg das schon wieder hier. Was macht sie? Tja, das werden wir beide bald wissen, oder? Aber eins weiß ich. Wenn wir Glück haben, gibt sie uns ihren Segen. Sie segnet nicht jeden. Aber wenn sie es tut, ist es ein echtes Spektakel. Die Axt? Tja, diese Angelegenheit war ein ganz schönes Durcheinander. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon. Kann ich da jetzt irgendwas machen oder so? Irgendwas damit? Na, normalerweise brauche ich nur ganz, ganz neue Fähigkeit dazu. Ist da hinten auch ein Rabe? Nee. Sonst ist da definitiv kein Rabe. Das erinnert mich an Teil 1, Digga. An die allererste Szene mit dem Baum. Geil. Geil. 1 zu 1. Voll geil. Taugt mir. Sie war die Einzige, die je meinen feinsinnigen Humor verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Jetzt brauche ich was von dem Bronzezeug, das bei dem ganzen kaputten Holz liegt. Das früher wollte ich hättest nicht zufällig gleich sagen können? Und hab geschuftet, bis ich so kaputtes Holz habe. Mit der Zeit gibt es immer weniger zu beweisen. Und man findet sein eigenes Tempo. Und hängt sich nur richtig rein. Zum Beispiel, um der Dame endlich zu zeigen, was... Schwierig. Weil ich mit zwei, also mit beiden Spiele quasi, wie sagen wir das am besten? Mir geben beide Spiele andere Vorlieben. Ich feiere eher im ersten Teil so ein bisschen so mehr die Welt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein bisschen mehr die Welt, die ist erinnerungswürdiger, würde ich schon fast sagen. Der taugt mir definitiv die Welt. Und ich weiß ganz genau so, okay, passt, ich renne in dem Eckerl oder in dem Eckerl. War schon zum 20.000. Mal schon dort, aber trotzdem renne ich trotzdem immer wieder dorthin, damit ich das ein oder andere wieder mal sammeln kann. Und im zweiten Teil muss ich eher sagen, Die Story ist zwar geiler, aber mich stört vieles, was ich im ersten Teil viel lieber mochte. Ich gebe gar nichts auf. Es wird größer, je mehr man wegnimmt, ja? Ganz genau. Die Story ist schon geil. Man merkt, sie geben ein bisschen Liebe her, sie probieren das, die Fähigkeiten zu verbessern und alles drum und dran. Und ich finde aber dennoch irgendwie meiner Meinung nach, dass ich in dem Parcours-Modus
mit dem Parkour-Modus besser klargekommen bin im ersten Teil, komischerweise. In Ordnung, zurück an die Arbeit. Noch eine Kurbel zu drehen, dann geht's in die Schmiede. Weil sie haben einfach gewisse Sachen mit eingebaut, mit denen ich irgendwie ehrlich gesagt nicht so gut klarkomme. Vom Skill her. Wahrscheinlich bin ich einfach steppert dafür oder habe ich halt nie wirklich konstant Dying Light 2 gespielt oder sonst was. Aber ich finde halt einfach, das Problem ist halt einfach meiner Meinung nach, dass mir ein bisschen das Gameplay zusammengehauen wird. Weil ich finde einfach quasi, dass es ein bisschen noch zu altpackend ist. Weil wenn ich mir Dead Island 2 anschaue, oh, Alter, schaut ja richtig geil aus, wenn du da Zombies